Liebe Brüder und Schwestern, Jesus beruft 12 Apostel in seine Nachfolge. Ja, auf diesen 12 Grundsteinen baut er die Kirche, baut er dieses neue Gottesvolk, dieses neue Haus Gottes, die Kirche auf. So dürfen auch wir heute hier sein, in diesem Gotteshaus, versammelt zum Gottesdienst, weil diese frohe Botschaft bis zu uns, bis zu unsere Ohren, ja sozusagen bis zu unsere Herzen gedrungen ist. Diese frohe Botschaft vom Himmelreich, vom Reich Gottes. Das Himmelreich ist nahe, kehrt um, glaubt dem Evangelium. So ruft Jesus seinen Zeitgenossen zu. Ja, so ruft er im Namen der Kirche zu allen Menschen. Er ruft es allen Nationen, Generationen zu. Auch uns heute, kehrt um, vertraut meinem Wort. Ja, wir sind zum Glauben gekommen, dass Jesus wirklich unser Retter, der Sohn Gottes ist. Und durch die Taufe sind wir zu einem priesterlichen Volk geworden, so wie es Gott angekündigt hat, wie wir heute in der ersten Lesung gehört haben. Ein priesterliches Volk, das sein besonderes Eigentum ist. Und der Apostel sagt, um die großen Taten zu verkünden, die Gott an uns getan hat, weil er uns aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, der Gottlosigkeit, des Todes, des Irrtums herausgeführt hat, hineingeführt hat in sein wunderbares Licht. Herr, Gott ist Licht für uns, Licht unseres Lebens. Er ist unser Heil. Er schenkt Heilung unserer Seele. In der Taufe haben wir diese Fülle des Heils empfangen. Die heiligmachende Gnade, die Vergebung, die Tilgung der Erbschuld, das, was unsere Seele krank macht, was unsere Seele verletzt hat, die Sünde, das nimmt der Herr hinweg. Die Sünde ist manchmal so etwas wie ein Aussatz, der auf unserer Seele haftet. Das nimmt der Herr hinweg. Er reinigt uns von der Krankheit, von diesem Aussatz. So wie er heute im Evangelium sagt, wie er seinen Aposteln aufträgt, verkündet das Reich Gottes, treibt Dämonen aus, macht Aussätzige rein, heilt Kranke. Ja, dieses Heilungsgebot gilt zuerst unserer Seele, denn sie ist unsterblich, sie ist für das ewige Leben bestimmt. Wenn auch so manche körperliche Krankheit uns belastet und Schmerzen bereitet, wir haben eine Hoffnung, eine Zuversicht, weil Jesus unser Heil ist, weil wir einmal mit Leib und Seele auferstehen werden. So haben wir Zuversicht und Hoffnung. Denn Jesus ist gnädig und barmherzig. An ihm wird die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar. Wir haben im Evangelium gehört, er hat Mitleid mit den Menschen. Ja, er sieht die Erschöpftheit, er sieht die Not der Menschen. Ja, Jesus hat einen Blick für unsere Not, für das, was uns niederdrückt. Er ist nicht in ferner Distanz. Er schaut nicht von oben auf uns herab, wie ein strenger Richter, der nur wartet, bis wir einen Fehler machen, bis wir irgendwo ein Gesetz übertreten oder nicht ganz erfüllen, bis wir irgendwo auf die Nase fallen sozusagen. Unerbittlich, unbarmherzig. Nein, Gott ist anders. Er ist voll Mitleid und Erbarmen. Das sehen wir in Jesus, in dem uns das Antlitz des Vaters sichtbar wird. Jesus wird in allem uns gleich. Er wird ein Mensch wie wir. Er kennt die Last, die Mühe des alltäglichen Lebens. Er ist uns ganz nahe, besonders den Leidenden, besonders jenen Menschen, die traurig und niedergedrückt sind, die Schmerzen haben, die ohne Hoffnung sind. Jesus ist unser guter Hirte.
Er nimmt sich unser an. Er führt uns hin zu den Quellen des Lebens, so wie der gute Hirte die Schafe hinführt zu guter Weide, zum Wasser dort, wo sie ihren Durst stillen können, so führt Jesus auch uns zum Quell des lebendigen Wassers. Und er gibt uns das, wonach unsere Seele dürstet und hungert, damit wir wieder Kraft finden, Freude und Zuversicht. Ja, in Jesus wird das Erbarmen des Vaters für uns greifbar. Und dieser Gott, an den wir glauben, auf den wir hoffen, er demütigt sich für uns in seinem Sohn. Er wird klein. Er lässt sich von uns aufnehmen. Er liefert sich uns sozusagen auch aus Liebe. Jesus trägt die Last der Sünde für uns, das Kreuz, um uns zu erlösen, um für uns die Schuld zu bezahlen, um uns zu befreien. So wird auch an ihm sichtbar, was Gott heute auch in der ersten Lesung dem Volk Israel sagt: Ich habe euch auf Adlerflügeln getragen. Ja, Jesus trägt uns auf seinen Flügeln. Der Vater trägt uns in seinem Sohn. Er trägt uns durch seinen Heiligen Geist, den wir empfangen haben. Und dieser Adler ist ja nicht irgendein Vogel, sondern dieser Adler ist ja der König der Lüfte. Er ist sozusagen unantastbar. Er steigt hoch in die höchsten Regionen des Himmels. Und dieser Adler verteidigt seine Jungen. Sie kennen das, Sie wissen das wahrscheinlich auch und haben es erfahren, wenn der Adler sieht, dass sein Nest bedroht wird, dann darf man diesem Adler nicht zu nahe kommen. Wehe, wenn irgendjemand versucht, diesem Nest näher zu kommen, wo die Jungen sind. Das ist lebensgefährlich. Der Adler greift an. Er verteidigt seine Jungen. Und so wie dieser Adler seine Jungen verteidigt, verteidigt Gott auch uns, weil wir seine Kinder sind. Und nicht nur das, er greift uns sozusagen, wenn Gefahr droht. Er trägt uns fort, so wie der Adler seine Jungen wegträgt, wenn es wirklich zu brenzlig wird. Der Adler hat Kraft, er hat Würde, er hat Schönheit. So ist auch Gott für uns Kraft, Würde und Schönheit. Er ist unsere Sicherheit, er ist unser Verteidiger. Und ein anderes Bild, von dem Jesus manchmal gesprochen hat, ist auch das der Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Auch so ist Gott für uns. Er möchte uns bergen, er möchte uns beschützen und behüten, so wie eine Henne ihre kleinen Küken unter die Flügel beschützt und birgt und verteidigt. Bei Gott finden wir Zuflucht in allen Stürmen und Drangsalen des Lebens. Er ist der Starke, er ist der Allmächtige. Wenn wir ihm vertrauen, dann sind wir in Sicherheit. Wir dürfen seiner Liebe, seiner Güte vertrauen. Denn Jesus ist für uns gekommen, um uns zu retten, um für uns sein Leben hinzugeben, obwohl wir Sünder waren, obwohl wir zuerst Feinde Gottes waren. Gerade dadurch wird dieses unfassbare Erbarmen Gottes sichtbar. Gott stellt keine Bedingungen an uns. Er gibt uns seinen Sohn, er tilgt unsere Schuld, wenn wir Vertrauen haben. Auch wenn wir schwere Schuld auf uns geladen haben, dürfen wir ihm vertrauen, dürfen wir zu ihm kommen. Er rettet und befreit. Er schenkt uns neues, unzerstörbares Leben. Amen.